Sachs wissen es alle. 82. 82? Ja. Und immer noch quietschfidel? Ja. Ja, sauber Sache. Das ist übrigens die Lore Göbel. Ja. Die, wie sagt man da, die treue Seele von Aschfeld und Betreuerin der Kirchenburg, ja, des Kirchenburgmuseums. Ja. Ne? Und das seit 35 Jahren. Ja, seit 35 Jahren. Und die Lore zeigt uns heute mal, wie schön dieses Kirchenburgmuseum gepflegt ist und was die Leute alles zusammengetragen haben. Und da freuen wir uns schon drauf, gell? Das ist unser erster Raum, die Heimatstube. Haben wir 1981 eingerichtet, als Andenken an die 1200-Jahr-Feier. Da warst du nur ein junges Mädel. Ja, ja, bis da heute noch. Bis da heute noch. Danke für die Blumen. Und es hat sich aber schon sehr verändert, wie ich die Bubenstube eingerichtet habe. Da habe ich in Karlstadt geschenkt gekriegt. Und dann habe ich ein bisschen gespielt. Hast du ein wenig gespielt? Ja, und hat mein Mann gesagt, jetzt hat es dich erwischt. Mein Lieber. Jetzt hat es dich erwischt, hat er mir gesagt. Sitze da und spielt. Ein paar Trachten. Schwarze Brautkleid. Früher hat die Braut in Schwarz geheiratet, ja, dazu den weißen Schleier und den Brautkranz. Heute wäre es bei manchen auch besser, denn in Schwarz heiraten. Ne? Aber in deiner Kindheit war das alles noch so. Ne? Du bist ja damit aufgewachsen. Ne? Mit dem Wäscheschrank und mit den ganzen Geschichten. Ja. Schön. Und zum Beispiel hier das Kommunionkleid aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem alten Stück Stoff gemacht. Man hatte ja nichts. Aus alt wird neu, so war seinerzeit die Devise. Ja, Redesign, jawohl. Ja. Nicht immer wegschmeißen wie heute. Ja. Und das ist jetzt eine Original-Aschfelder Tracht, oder? Nein, wir hatten in Aschfeld keine Tracht, weil die Leute zu arm waren. Wir waren das ärmste Dorf im Altlandkreis Karlstadt. Lockenglüheisen, ja. Hi. Was meinst du, was da los war, wenn da früher die mit dem Lockenstab die Haare verbrannt hast, ja. Das war das frühere Handy. Da hat man es nicht immer mit dem Handy gespielt, da hat man ein Spinnrad in der Hand gehabt, ja, und hat einen Stoff gemacht, wie es gehört. Ja. Und solche schöne Sachen. Ja. Und das machen heute die Kinder in Indien und Bangladesch. Die fahren. Da gehen wir für die Männer. Jetzt gehen wir mal nach der Werkstatt. Ja, jetzt da haben wir vier Berufe, die Handwerker, die auf dem Bauerndorf notwendig waren. Schuster, Schneider, Wagner, Schmied. Wenn ich jemand raus, das Licht. Schuster. Ja, jetzt einen Kaffee hat er auch gehabt, einen Malzkaffee. Ganz da auf dem Ofen standen. Schneiderei war hier besonders ausgeprägt. Wir hatten zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ja, da immerhin 80 Mark kriegt, ne? Die ganze Familie hat damit gearbeitet. Das kann ich mir vorstellen. Schön ist es bei dir. Also dieses Kirchenburgmuseum in Aschfeld, Leute, müsst ihr euch anschauen. Wirklich, es lohnt sich. Okay, die haben die Räder noch gemacht, nachdem sie es erfunden haben. Das sind ja früher Eisen auf die Absätze gekommen, damit sich die Sohle nicht abläuft. Ja, das müssten wir heute auch wieder machen. Es klappert halt so. Ja. Und jetzt sind wir in der Baderstube gelandet. Bader oder auf Fränkisch Bruder. Na dann, so hat der Friseur früher geheißen. Und da mit solchen Werkzeug ist mir dann schön was alles zusammengetragen haben. Doch, muss man sagen. Die Blumen sind auch schon 150 Jahre alt, also das passt alles. Die Baderstube. Jetzt sei ich der Doktor. Ganz früher hat es ja noch keinen Doktor gegeben. Da hat der Bader die Zähne gezogen, guckt, das sind die Zehe. Und die Selbli verabreicht. Jawohl, schön. Ja, gewaschen wir das ja manchmal. Die Lore lässt uns jetzt den Krämer laden. Die Lebensmittelkarten von früher, vom Krieg. Die Lebensmittelkarten sind es, aha. Ja, von früher, ne? Da hat es ja alles auf Lebensmittelkarten gegeben. Jawohl. So konnte man ja nicht einkaufen. Ja, das wäre vielleicht heute auch wieder vernünftig, denn die Leute nicht so viel Scheißdreck kämpfen. Ja, das stimmt. Gell? Ja. Es war im Buch, guck mal, kurz waren so, waren früher die Fäden. Und alles hat es in den Sack gegeben. Das war auch ein Laden, wo nicht so viel Verpackung verwendet wurde. Da wurde es erst abgeräumt.
Pädagogen. Und das Betasten der Lebensmittel, Anspucken verboten. Ja. So war das Zeug früher eingepackt. Wisst ihr das noch? Da war nicht so viel scheiß Plastik unterwegs. Ja, stimmt. Und ein Bonbon hat es auch gegeben. Siehst du das? Die meisten Sachen habe ich gekriegt bei Führungen. Da ist den Leuten eingefallen. Sehr schön. Das ist mir jetzt das Allerliebste. Das Kirchenburgmuseum hat sogar ein Wirtshaus. Ja. Die Poststelle. Und das Wirtshaus ist ein Traum. Wunderbar, da können wir jetzt gleich hinsetzen. Und ist da noch jemand? Ist da ab und zu noch was los? Ja. Wenn Gäste kommen, die ihre Brotzeit mitbringen, ja, können die hier Brotzeit machen. Aber du hast jetzt kein Bier im Kühlschrank? Nee, wir haben hier gar nichts. So sieht es aus, guck. Die Leute bringen ihre Sachen mit. Ja. Zum Beispiel haben wir in Eusenheim die gute Pension Heuler. Ne? Und da gehen oftmals die Gäste hierher zur Führung und die Frau Heuler macht dann hier für die Leute Brotzeit. Ah, und dann kann man hier Brotzeit bestellen bei euch. Da ist noch ein Eisschrank, so hat früher ein Eisschrank ausgesehen, da hat man die Eisstangen rein. Der war mit Metall ausgekleidet. Ja, siehst du das? So war das, die Post. Alles noch Handarbeit. Ja. Eine der ersten Schreibmaschinen, guck mal her. Sowas hat auch noch nicht jeder gesehen. Und ich weiß noch bis heute. So, das machen wir jetzt hintereinander weg, weil die Lore mit ihren 82 hat gesagt, ich habe keine Zeit, ich habe einen Haufen zu tun, also müssen wir uns ein wenig schicken. Ja. Und so hat man früher das Wasser gepumpt. Guck, das ist noch ein Feuerwehrpumpen, mein Lieber. Und die alten neue heiße Feuerwehr. Ja. Guck. Und da steht das Fahrrad, weil früher gab es da keine Sirene, sondern der sogenannte Hornist ist mit dem Fahrrad durchs Dorf gefahren, hat geblasen, der hätte ausfahren und so den Alarm ausgelöst. Aha, mit dem Fahrrad hat er das Feuer gemeldet. Und wenn ich jetzt Kindergruppen habe, lasse ich... Und da ist die Blasen, guck, da hat er trompetet. Und kleine beim Wirtshaus die Sakristei, das sieht die Pfaffen wieder ähnlich. Na? Ach, schön. Guck mal, schöne Gewänder. Und Gebetsbüchli und Kommunionsbüchli. Ja. Guck. Und da sind die Fleißbildli von den... Und da hat man Fleißbildli gekriegt, die hat man dann aber eigentlich... Aber nur die Mädchen, die Buben haben keine gekriegt. Die Buben haben keine, naja, das ist wie immer halt. Nichts hat es immer Fleißbildli gegeben, aber nur die Mädchen, nicht die Buben. Und typisch für die Sakristei ist natürlich, da hinter dem Schrank, da war das Loch, da ist das Bier vom Wirtshaus, das genau gegenüber liegt, heimlich rüber, unter Wein, ne? Heimlich rübergezapft worden. So, da gibt es noch eine Jägerei, die schaut ihr euch dann an, wenn ihr da seid. Da gehen wir heute nicht runter. Das dauert zu lang. Da ist die denn? Die Schirn. Die Scheuern! Also, wenn das Gewinde nicht gleichmäßig gelaufen ist, hätte es gar nicht funktioniert. Nee, das hat nicht funktioniert. Also waren das wahre Künstler. Ja. Na? Siehst du mal. Quasi noch das Urzeitmuseum, auch noch mit drin. All die Töpferwaren.
170 bis 800 vor Christus oder nach Christus. Das große Ablauf hat dein Bruder gefunden, wie er Scheune gebaut hat. Ja. Sauber. So, unser neuester Raum hier. Für einen echten Weinfranken ist die Büttnerei das zweitwichtigste nach dem Weinberg. Und da ist die Büttnerei. Übrigens, die letzte und bekannteste deutsche Büttnerei, fränkische, ist in die Ass, ist die Firma Assmann in Eusenheim. Spessart Bürgermeister Führung gemacht. Ja. Der war ein ganz begeisterter Schild. Aha. Ein Teil habe ich von einem Würzburger Mann unverhofft bekommen und das Rest ist aber runter. Das ist schwer. Guck, das ist vom Fass. Ja. Ne? Rausgeschnitten und ich habe das in Letzbach gesehen. Das ist der rausgeschnittene Fassboden. Ja, und es glitzert. Man meint, es wären ja, Edelsteine. Weinstein! Ja. Vom Rotwein. Zur Schnapsbrennerei, wie es sich gehört. Da ist der alte Schnapsbrennerofen, guck dir das an. Da unten der Ofen eingebaut. Hallo. Apfelbirne. Und da gibt es ein Schnäpsle. Hallo. Man hat auf eine Schiefertafel geschrieben. Das kenne ich noch als kleiner Bimpf von meinen großen Brüdern. Man hat zwar schon Hefte gehabt, aber, und so hat es in der Schule ausgesehen, 4 Klassen in einem Raum. Ja. Ja. Dann hat es was hinter die Ohren gegeben, wenn sie pariert haben. Bestimmt. Und alles ins Groß waren. Ohne Schaden. Wasch- und Schlachtküche. Das kenne ich jetzt auch noch von der Oma. Die schöne Herdli. Da hätte ich gerne mal wieder in. Man weiß ja nie, was kommt. Ja, ja. Der Wäschemangel und der Zuber. Sehr schön. Und da ist geschlacht worden, ne? Guck, der Fleischwolf, so hat man früher das Fleisch durchgedreht. Ja, und wenn man früher kein Schwein geschlacht hätte, hätte es im Winter nichts zu essen gehabt, ne? So ist es. Wenn es nichts geschlacht hätte, hätte es nichts zu essen gehabt. Ja. So war das. Auch wenn ein Verein kommt. Ja. Ist aber unterschiedlich. Beigemacht? No. Hauptzeich. Das war der Schreibtisch und der Tresor dort, das war die Bank, die Raiffeisenbank oder Darlehenskasse, hat man früher gesagt. Die Darlehenskasse. Im Wohnzimmer vom Rechner. Im Wohnzimmer vom Rechner. Wer ist denn der Rechner? Na, der Rechner war der, der das gemacht hat. Ach, das war der, wo das gemacht hat. Das war das Besondere. Und da ist der Tresor. Ja. Und das war quasi die Darlehenskasse. Das ja. Langt heute auch. Ja. So ein Sparbüchsle langt. Mit Millionen. Ja. Und wie bei der EU heute. Millionen und Milliarden. Wie bei der EU. Und mehr ist der Euro auch nicht wert, wie das Papierzeug da. Ja, 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 ja. Das Geld vom Land, dem ländlichen Stand. Ja, da kommen mir die Tränen. Kann man sich vom Standesbeamten von Eusenheim trauen lassen. Ja. Sehr schön. Und dann kann man oben im Wirtshaus gleich feiern, ne? Wenn es nicht so viele Leute sind. Ja, ja. So, wenn es gekommen sind, die Berserker, dann hat man sie im Wehrturm verteidigt. Das ist noch richtig schönes als Türmler. Da war die Waffenkammer. Guck. Jawohl. Alles konnte man heute nicht zeigen. Also es gibt so viel zu entdecken. Herzlichen Dank, Lore. Es war wunderbar. Es war wieder eine Reise in die Vergangenheit und es gefällt ganz, ganz viele Leute und das habt ihr wunderschön gemacht. Großes Kompliment an die Aschfelder, die wo dir geholfen haben und auch an dich. Ne? Rennst da rum, ihr Jungs, Mädle. Und ich sage Respekt. Danke für die Blumen. Hoffentlich noch 20 Jahre mindestens. Ah, ja, ja, ja. Ne? Und ich sage mal die Leute, unsere Zuschauer von der Fränkischen Illustrierte, kommt die Lore besuchen.
Es ist gratis, aber nicht umsonst. Ja. Also wer in der Schule aufgepasst hat, es gibt einen Unterschied zwischen gratis und umsonst. Ne? Ich war umsonst in der Schule. Ja. Ja, ja. Also es ist auf jeden Fall gratis. Umsonst ist es nicht, weil man braucht schon ein wenig Spende. Und ordentliche Leute geben auch Spenden zu dem Erhalt. Ja, ja. Und das hoffe ich, da wird auch kein Franke dabei sein, der sich da lumpen lässt. Und dich kann man jederzeit anrufen. Ja. Und dann wirst du Termine machen für Reisegruppen, ja, für alles und kann man sich das anschauen. Genau. Ne? Also, ich bedanke mich. Tschüss, ade. Tschüss.